Damen und Herren, liebe anwesende Frau Oberbürgermeister und liebe Stadtsekretäre. Die wichtigste und schwierigste Aufgabe ist es, den Menschen selbst zu stärken, dass er den Zwängen des Systems gewachsen ist. So definiert Heinz Grasemeyer den im Gemeinwesen unserer Zeit so gerne verwendeten Begriff des bürgerlichen Engagements. Nur wenn die Menschen dazu befähigt sind, Freiheit, Demokratie, Sozialstaatlichkeit zu leben, kann das Gemeinwesen seine Grundwerte verteidigen und auch weitergeben. Die Näherung an den Begriff des bürgerlichen, bürgergesellschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Engagements wagt Grasemeyer nicht ungefähr aus pädagogischer Warte. Denn er ist Pädagoge mit Leidenschaft. Auch nach seinem 35-jährigen Dienst im Bayerischen Schulamt geblieben. Dabei habe er in den Augen mancher Vorgesetzter im Kultusministerium Grenzen oft überschritten. Wie er mit Blick auf das Schulsystem im Freistaat bekennt. Er tritt für die Stärkung und stritt für die Stärkung von Kompetenzen der Schulleitungen, für ein längeres gemeinsames Lernen, gegen frühzeitige soziale Selektion in den Schulen und für den Inklusionsgedanken in der Bildung ein. Streitbar. So haben sie ihn wahrgenommen. Und so wirkte er auch anderthalb Jahrzehnte ehrenamtlich in unserem Gemeinwesen. Heinz Grasemeyer ist kein Mensch, der es allen recht macht. Und das war auch nie sein Ziel. Er hat Debatten angestoßen, die die Stadt bewegt haben und immer noch bewegen. Er hat Positionen bezogen, als viele andere zauderten. Das mag für manche unbequem gewesen sein, doch genau das ist das Salz in der Suppe, das ein lebendiges Gemeinwesen auch braucht. Begonnen hat dieses Wirken Heinz Grasemeyers über sein Kernthema, nämlich Schule und Bildung hinaus, im Jahre 2000, als er gemeinsam mit Herrn Dekan Hans Zeilinger und anderen die Bürgerbewegung für Menschenwürde in Ansbach und der Region ins Leben rief. Im Mittelpunkt steht Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 10 Jahre lang hat Heinz Grasemeyer diese zentrale Aussage unserer Verfassung als Sprecher der Bürgerbewegung vor Ort in Ansbach und der Region mit Leben geführt. Ein Verdienst der Bürgerbewegung ist zweifelsohne die wissenschaftliche Arbeit zum Widerstandskreis um Robert Limpert und die Ermöglichung eines Diskurses dieser Rolle in unserer Stadtgesellschaft in den letzten Kriegstagen sowie den darauf folgenden jahrzehntelangen Schweigen. Schweigen zur Ermordung des damals 19-Jährigen. Mit Hilfe von Heinz Grasemeyer wurde dieses Schweigen gebrochen. Die Gedenkveranstaltung im Rathaushof jedes Jahr am 18. April, veranstaltet von der Bürgerbewegung gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Carolinum mit Studiendirektor Dr. Frank Fechtenheuer. Und inzwischen gestalten die Jugendlichen dieses Gedenken federführend und eigenständig. Das war der schönste Moment meines ehrenamtlichen Wirkens, diese Fackel der Tradition übergeben zu können, berichtete Grasemeyer wörtlich. Im Jahr 2009 rief Heinz Grasemeyer zur Gründung der lokalen Allianz gegen Rechtsextremismus auf. Nicht nur Kirche und Gewerkschaften folgten diesem Ruf, sondern auch Vertreter aller demokratischen Parteien, von uns Linken bis zur CSU. Dieser runde Tisch auf Augenhöhe war maßgeblich an der Organisation der Kundgebung, die Nazis keine Chance im Februar 2012 beteiligt. Sie wurde mit über 1000 Teilnehmern einer der größten Demonstrationen in der Geschichte Ansbachs und so am einen deutlichen Zeichen für den Zusammenhalt
gegen Rechtsruck und Fremdenhass in unserer Stadt. Diese starke Zivilgesellschaft wurde auch in Asbachs schwierigsten Stunden der jüngeren Stadtgeschichte sichtbar und spürbar. Ich spreche über den Selbstmordanschlag am 24. Juli 2016. Das war ein Einschnitt für uns alle. Noch während die Verletzten behandelt wurden im Ansbacher Krankenhaus, versuchten Rechtsextreme in den sozialen Netzwerken des Internets die Situation schamlos auszunutzen. Und tags drauf marschierten sogar Neonazis aus Nürnberg am Schlossplatz auf. Die Ansbacher jedoch stellten sich spontan entgegen und das Bild, das von Ansbach aus um die Welt ging, war ein selbstgemaltes Plakat mit der Aufschrift: Unseren Hass bekommt ihr nicht. Diese Reaktion macht mich, und ich verwende das Wort sicherlich nicht inflationär, stolz auf unsere Stadt Ansbach. Und Heinz Kreiselmeier hat maßgeblich mitgeholfen, dass die Grundfesten der Demokratie in Ansbach nicht auf tönernen Füßen steht. Vielleicht auch deswegen, weil er die Auswirkungen zahlloser Kriege und wirtschaftlicher Ausbeutung in vielen Regionen dieser Welt frühzeitig hat kommen sehen und dies zum Beispiel auch vor den Toren Katerbachs artikuliert hat. Und dies weit vor den Ereignissen im Herbst 2015 allgemein als Flüchtlingskrise beschrieben, er auch thematisiert hat. Im Rahmen der Reihe Ansbach Geschichtstage hat er zwischen 2009 und 2014 gemeinsam mit dem Organisationsteam um den Historiker Alexander Birnhut Flucht, Vertreibung, Integration auf lokaler Ebene beleuchtet und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Ich war nicht der Mutigste, sagt Heinz Kreiselmeier rückblickend über sein Wirken in der Schulverwaltung. Wegbegleiter Heinz König doch genau das Gegenteil beschreibt. Doch diese kritische Selbsteinschätzung war wohl eine der Triebfedern, die ihm den Mut gaben, unbequeme Debatten in Ansbach anzustoßen, anstatt zu schweigen. Mut, Gesicht zeigen, anstatt sich wegzuducken. Mut, Kritik aushalten. Und vor allem Mut haben, um anderen Mut zu machen. Erziehung muss kritische Menschen fördern, betonte der Pädagoge Kreiselmeier. Was für ihn heißt, beherztes Eintreten für die Rechte der Menschen, das Recht zum Widerspruch wahrnehmen, das verbriefte Recht zum Widerstand nicht vergessen, wenn es um den Erhalt verfassungsmäßiger Ordnung geht. Eine zivile Gesellschaft braucht zivile Courage. Lieber Heinz, die Verleihung des Ansbacher Stadtsiegels von 1532 gilt einem widerständigen und einem mutigen Mann. Einem Mann, der Werte wie Freiheit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt hat. Die Ehrung deines Engagements für eine starke Zivilgesellschaft und gegen Rechtsextremismus ist ein klares Signal des Ansbacher Stadtrats. Die Stadt Ansbach dankt dir herzlich für deinen großen Einsatz. Danke, Hans. Ja, sehr geehrter Herr Kreiselmeier, ich darf Ihnen das Ansbacher Stadtsiegel verleihen. Hier sieht es aus. Ich darf auch hier unten lesen. Heinz Kreiselmeier verkündet das Ansbacher Stadtsiegel von 1532 als Anerkennung für besondere Verdienste um das Gemeinwohl in der Stadt Ansbach verliehen. Ja.
die Nadel hält. Die Frau Oberbürgermeisterin Katz. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Und was mich besonders freut, dass meine Enkelkinder Antonia und Hannes unter uns sind. Ich freue mich sehr über die Verleihung der Ansbacher, des Ansbacher Stadtsiegels von 1532. Vielen Dank. Vielen Dank auch dem Laudator Uwe Schönbach. Uwe, ich stelle fest, dein fremder Blick auf mich deckt sich mit dem, was ich fühle, was ich bin und was ich wollte. Inwieweit das immer gelungen ist, ist eine andere Sache. Die Verleihung des Ansbacher Stadtsiegels ist anders für mich, den vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über 15 Jahre hinweg zu danken. Unser gemeinsames Engagement galt der Stärkung einer mutigen und starken Bürgergesellschaft. Einige wenige Namen sollen für diejenigen stehen, die die Ziele der, wir nannten uns Bühma, also der Bürgerbewegung für Menschenwürde, und Lara, der Allianz gegen Rechtsextremismus, engagiert vertreten haben und vertreten. An die Kleine Günter Zeilinger, langjähriger Sprecher seit Gründung der Bürgerbewegung im Jahre 2000, Pfarrerin Ursula Stark, meine Stellvertreterin, im Koordinierungsteam, stets präsent und hoch engagierten Herren Hannes Hüttinger, Alexander Lierloth, Frank Fettenheuer, den Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der Verbände und der zivilgesellschaftlichen Gruppierungen wie Amnesty und Greenpeace, die Hochschule Ansbach und den vielen weiteren Schulen im Rahmen der Vergabe des Robert-Lindbergh-Preises im gesamten westmittelfränkischen Raum. Ich danke dem Integrationsbeirat in der Stadt Ansbach mit Frau Savchenko an der Spitze, dem Stadtarchivar Dr. Peretti für die Zusammenarbeit. Ich denke, eine große Ausstellung, der Hesselberg, Heilige Berg der Täter. Ihnen allen, auch den Nichtgenannten, vielen Dank für die intensive Zusammenarbeit und für die gemeinsame, anstrengende, schöne Zeit. Danke für die aktive Werbung, für eine lebendige Demokratie, sowie eine damit eng verbundene, offene, demokratische Streitkultur. Zwei Aspekte, die mir sehr wichtig waren und sind, möchte ich kurz ansprechen. Zum einen sind es die Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit der großen Kundgebung gegen die Nazis auf dem Martin-Luther-Platz gemacht habe. Es galt damals, 2012, eine breite demokratische Basis für die Kundgebung zu finden. Möglichst viele demokratische Parteien und Gruppierungen sollten miteinander gegen Rechtsextremismus Gesicht zeigen und nationalistischen Tendenzen entgegentreten. Wir können rückblickend feststellen, es ist gelungen. Intensive Gespräche haben dies letztlich ermöglicht, sodass ein breites demokratisches Bündnis entstehen konnte. Der zweite wichtige Aspekt, den Uwe Schönbach schon angesprochen hat, ich möchte ihn gerne wiederholen unterstreichen, die ich nur kurz ansprechen will, betrifft die Frage, wer angesichts unseres Handelns die wichtigsten Adressaten sind. Meine Antwort, die jüngere Generation. Es ist wichtiger denn je, dass wir Älteren unser Wissen und unsere Erfahrungen weitergeben an die Jüngeren. Und wenn dies gelingt, wir seit einigen Jahren anlässlich das Gedächtnis an den Todestag Robert Lemberts geschieht, haben wir viel erreicht. Seit einigen Jahren nämlich haben die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Carolinum und der Leitung von Dr. Frank Fettenheuer die Gestaltung der Gedenkfeier übernommen. Das heißt, Funktionäre und Honorationen traten zurück und überlassen Gestalten des Gedenkens der jüngeren Generation im öffentlichen Raum. Diese identifiziert sich damit mehr und mehr mit der örtlichen Geschichte. Wenn das so geht, ist mir nicht bange um eine lebendige Demokratie
und offene demokratische Streitskultur. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch eine kurze persönliche Anmerkung. Der Liedermacher Hannes Wader, mein Alter etwa, hat uns damals als Jugendliche mit seinen kritischen Liedern begleitet und inspiriert. Eines seiner Lieder hat es mir schon damals hier angetan. Es hat mich ein Leben lang begleitet und ein Stück weit stark gemacht. Es ist sein, so nennt sich es, sein Bürgerlied. Ob wir rote, gelbe Kragen, dieses Bürgerlied entstand im Mai 1845, also knapp 3 Jahre vor der Märzrevolution von 1848. Damals wurde gefordert, dass die bürgerlichen Rechte und Freiheiten, nämlich die Gleichheit aller, unabhängig von Stand, Beruf, Kleidung etc., in der Verfassung verankert werden sollte, also vor 172 Jahren. Ein langer Kampf, der heute noch andauert und mir scheint nie aufhören wird. Ich habe dieses Lied wieder und wieder mit der Gitarre begleitet, gesungen für mich und mit anderen auch umgetextet. Es hat mir Mut gemacht, wann immer dies nötig war. Von den 7 Strophen möchte ich die Strophen 1, 4 und 7 abschließend vorlesen. Ich hätte sie noch gerne vorgesungen. Meine Frau war dagegen. Zitat. Wenn du das machst, zerreiße ich dir die Gitarrenseiten. Also lese ich. Der Text lautet, ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuhe, oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Träne drehen, das tut nichts dazu. Die 4. Stufe. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh, oder ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Und schließlich, drum ihr Brüder, alle eines Bundes Glieder, was auch jeder von uns tun. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Vielen Dank.